Hallo meine Lieben und willkommen auf Herzenswunsch. Ja, dieses Video ist ein Anlass für ein Labervideo. Ich werde euch so ein bisschen zutexten, aber ich glaube, dass euch das trotzdem in irgendeiner Weise interessieren wird. Vielleicht besonders für die, die auch Hashimoto haben wie ich. Habe ich ja Hashimoto und das wurde in meiner Kinderwunschzeit diagnostiziert und ich hatte ja auch schon öfter mal berichtet auf Instagram oder auch hier mal, dass ich Schübe habe und diese Schübe sind immer gepaart davon, dass ich erst richtig viel Energie habe, also sehr viel schlaflos bin und lange wach bleiben kann, sehr viel produktiv bin und danach kommt so ein Abfall und ich werde müde, oft krank und depressiv. Und ich kann nicht sagen, warum ich depressiv werde, ob es jetzt unbedingt am Hashimoto liegt. Also Schilddrüsenerkrankungen haben die Eigenschaften, Depressionen zu verursachen. Dennoch, wenn man mit den Werten gut eingestellt ist, tritt es eigentlich nicht auf. Bei mir kommt aber hinzu, dass ich eine posttraumatische Belastungsstörung habe. Das heißt, ich habe mal ein schweres Trauma erlitten in der Kindheit und habe deswegen traumatische Belastung, wozu eine Depression gehört, weswegen ich auch schon 2 Jahre in Therapie war. Diese Therapie, von der habe ich euch kaum was erzählt, denn ich wollte mit diesem Thema ganz allein fertig werden. Ich wollte das nicht so breit treten, weil ich glaube, es ist ein riesen Tabuthema, dass man zum Psychologen geht. Aber ich möchte euch ans Herz legen, dass wenn ihr merkt, dass es euch nicht gut geht, ihr Hilfe braucht, ihr Hilfe bitte auch annehmt. Ich glaube, ich wäre sonst heute nicht dort, wo ich jetzt bin. Mit meinem Kind, mit meiner Schwangerschaft hätte ich diese Therapie nicht gemacht und hätte ein Stück von diesem Trauma irgendwo beiseite geschoben mit der Therapie, sodass es mir seelisch wieder gut ging und ich mich auf ein neues Leben vorbereiten konnte. Nichtsdestotrotz war dieses Trauma in der Kindheit so schwer, dass ich das kaum hätte verkraften können. Dass man das auch nicht unbedingt wegtherapieren kann. Man kann die Symptome besser machen, ich werde es aber niemals verkraften können. Das steht fest, das weiß ich auch. Ich kann nur lernen, damit zu leben. Genau. Und mein Hashimoto verursacht halt oft, dass ich Abfälle habe in den Werten. Ich habe jetzt seit letzter Zeit immer wieder Schwankungen gehabt mit den Tabletten, mal 125, mal 100 Nanogramm sind das ja, glaube ich. Und ja, das merke ich auch. Und wenn ich unter Stress stehe, wird es auch schlimmer. Es ist so, dass ich im Moment mir freigenommen habe, die letzten 3 Tage. Ich habe nur Arztbesuche gemacht und Besorgung gemacht, Haushalt gemacht und habe nichts für die Uni getan. Motti ist heute ist der 3. Tag, ist im Kindergarten, weil ich einfach mal Zeit brauchte für mich und ich war fertig mit den Nerven. Seit Januar beginnt meine Prüfungszeit. Ihr wisst, Anfang Januar ist auch noch mein Onkel gestorben. Das heißt, wir hatten sowieso noch einen Trauerfall zu bewältigen. Ich hatte meine Prüfungszeit, wo ich kaum geschlafen habe, sehr viel erledigen musste. Dann kam nach den Klausuren und nach Präsentationen kamen dann noch Hausarbeiten dazu. Ich musste ganz straight hier 2 Hausarbeiten schreiben. Die eine habe ich noch nicht fertig. Ich hätte sie jetzt eigentlich bis diesen Sonntag fertig machen müssen. Heute ist Freitag und das war in einer Gruppenarbeit das Thema quasi. Und zum Glück hat meine Gruppenpartnerin um
Aufschub gebeten, denn sie hat auch ein Kind und auch viel zu tun. Und ich war froh drum, denn ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann ganz schwer so dieses zugeben, dass ich auch Hilfe brauche. Und man sollte das auch, so dass ich auch zu ihr gesagt habe, ja, komm, wir erbitten einen Aufschub, weil meine Tochter war jetzt in der vorlesungsfreien Zeit, also das ist die Zeit, nachdem die Vorlesung quasi aufhören, dann in dieser Zeit werden Klausuren geschrieben, Hausarbeiten geschrieben, oft sagen Leute Semesterferien, aber im Grunde sind es ja keine Ferien. Ja, meine Tochter war in dieser Zeit, ich glaube, insgesamt 4 Wochen krank, sie ist dauerkrank. Im Moment ist es ganz schlimm. In der Kita läuft Scharlach rum und Magen-Darm und Läuse gab es. Hatten wir zum Glück nicht mit den tollen Langhaaren bei meiner Kleinen. Aber sie war ständig krank, ständig die neueste Erkältung. Dann 2-mal hintereinander Magen-Darm. Dann haben wir hier alle Magen-Darm gehabt. Und ich habe mit Magen-Darm noch an meine Hausarbeit weitergeschrieben, anstatt mich wirklich auszuruhen. Und am Ende, das war diese Woche, konnte ich nicht mehr. Ich habe auch wirklich geweint, als es mir so richtig schlecht ging, ich kaum aufrecht sitzen konnte, als ich Magen-Darm hatte, meine Kleine hier hatte, ihr ging es dann schon etwas besser. Mein Mann hatte auch Magen-Darm, der lag auch hinten im Schlafzimmer, war fertig. Ich habe richtig geweint, dass ich mich nicht mehr um sie kümmern konnte, wie ich eigentlich wollte, dass ich nicht mehr mit ihr spielen konnte, dass ich den Fernseher anmachen musste und sagen musste, Mama, kann ich mehr? Bitte, wir müssen jetzt heute Fernseher gucken oder du musst mir das Spielzeug bringen und wir spielen auf dem Sofa. Ich habe wirklich geweint, weil ich nicht mehr konnte, weil ich so ausgelaugt war und so dermaßen krank. Normalerweise, wenn hier alle richtig krank sind und ich habe die gleiche Krankheit, ich stehe hier noch am Herd und mache und putz und koch. Aber ich glaube, das ist genau falsch, immer wieder Power, Power, Power zu geben. Und ich glaube, besonders wir Mütter sind sehr anfällig, immer alles zu tun. Ja, während die Männer Männergrippe haben, nichts gegen die Männer wirklich. Ich glaube, wir Frauen sind einfach nur härter im Nehmen. Machen wir hier noch, schmeißen den Haushalt, betuddeln die Kinder. Und ja, es ist mir eigentlich irgendwie alles zu viel geworden. Ich habe Vollzeit studiert mit einem Kind, das gar nicht Vollzeit betreut wird. Motti ist nicht Vollzeit in der Kita. Wir haben zwar einen Vollzeitplatz, aber ich muss ganz ehrlich sagen, schafft das gar nicht Vollzeit. Also sie schafft das einerseits nicht, weil sie halt klein ist, was ja auch vollkommen okay ist. Unsere Kita ist zum Glück so, dass sie sagt, sie können immer ihre Kinder früher holen, wenn sie möchten. Sie können immer einen Tag frei nehmen mit den Kindern, sofern es beruflich geht und sie aus der Kita nehmen. Die möchten einfach, dass man Zeit mit seinen Kindern verbringt. Das ist auch gut so. Ich kann immer spontan sagen, auch ja, Motti bleibt heute zu Hause. Wir möchten mal doch verlängertes Wochenende bleiben machen und machen einen Ausflug. Oder ich kann sie früher abholen, je nachdem. Und wir haben den Platz. Der geht von 7 bis 17 Uhr, aber sie geht eigentlich so gegen, ja, zwischen 8 und 9 geht sie meistens in die Kita und bleibt bis 15 Uhr. Und ich hole sie spätestens 15 Uhr ab. Das ist nicht Vollzeit, aber es ist schon lang für so ein kleines Kind. Ja, nichtsdestotrotz war mein Studium Vollzeit, also blieb es alles an den Abenden und Nächten und ich habe einfach mega, mega übertrieben. Ich bin zwar belastbar, ich kann auch mega viel schaffen, aber ich habe nicht mehr auf mich selbst geachtet. Ich habe weder mal ein Bad genommen, um für mich zu sein, ein Buch zu lesen, eine Serie zu schauen. Ich habe keinerlei Freizeit mehr gehabt. Nun ist es auch so, dass man, wenn man mit Kind studiert, es ist einfach so ist. Aber man muss sich so kleine Inseln schaffen und Auszeiten schaffen. Und das nicht nur, wenn man studiert, ich glaube auch, wenn man arbeitet und Haushalt macht und noch Kinder hat. Es ist ja bei uns so, dass wenn die Kleine krank ist und wir sind alle krank, dass wir keinen haben, wo wir sie mal hinbringen können. Oder keinen haben, der kommt. Ja, wenn andere Leute haben vielleicht dann mal die Oma oder so, bei uns wohnen Omas weiter weg und bei uns hatte Opa Krebs, deswegen darf Oma dann nicht kommen und sich mit irgendwelchen Keimen infizieren oder geschweige denn vielleicht noch Scharlach oder so, was jetzt in der Kita
rumschwörte. Denn ja, es ist wichtig, dass er nicht krank wird. Das ist einfach lebensnotwendig für seine Operation jetzt im Moment. Und ja, eigentlich jeder, der hätte auf sie aufpassen können, ist selbst immungeschwächt oder hat jemand Immungeschwächtes im Haushalt. Ja, und es wohnt halt hier auch keiner mal eben um die Ecke. Genau. Das heißt, ich hätte nicht sagen können, wenn ich krank bin, ich ruhe mich mal aus und jemand anders geht mal mit ihr ein bisschen mit dem Kinderwagen spazieren. Und ich würde euch raten, wenn ihr Familienmitglieder habt oder gute Freunde habt, dass ihr diese Hilfe auch mal annehmt, auch wenn man selbst nicht so gerne nach Hilfe fragt, vielleicht, und dann einfach ausgeruht seid, denn je schneller ihr wieder gesund seid oder je schneller ihr mal eure Akkus aufgeladen habt, weil ihr gerade voll gestresst seid, wegen der Arbeit oder wegen Studium, keine Ahnung, desto schneller geht es eigentlich. Ich war hier so dermaßen am Anfang dieser Woche so dermaßen gestresst. Mein Mann ist von der Arbeit gekommen und ich habe ihm einfach nur gesagt, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr, ich habe heute schon wieder geweint. Die Kleine ging jetzt lange nicht in den Kindergarten, weil sie natürlich krank war. Und zwischendurch ging sie dann 2 Tage wieder und war wieder krank, weil ständig irgendwelche Seuchen da oben fliegen in der Kita, schlimm. Und ich wollte sie dann nicht in die Kita stecken, weil ich Angst hatte, sie wird dann wieder krank. Also habe ich sie lieber zu Hause behalten, zu Hause bespaßt. Habe in dieser Zeit natürlich nicht an meinen Hausarbeiten weitergearbeitet, was ich hätte tun sollen, sondern habe das alles auf abends geschoben und habe dann umso länger gemacht und nicht geschlafen und musste das trotzdem früh aufstehen, weil ich ja natürlich ein kleines Kind hier habe, was früh einfach versorgt werden möchte und auch soll. Und ich habe irgendwann dann nachmittags gesagt, ich kann nicht mehr, ich möchte auch nicht mehr, ich will nicht mehr und es wird mir alles zu viel. Und ich war dann auch bei jedem ihrer Wutanfälle, die sie so hat. Meine Tochter ist einfach, die hat einfach einen starken Charakter, die zeigt das auch. Die schmeißt sich dann auch, also sie ist das typische Kind, was sich im Supermarkt auf den Boden schmeißt, ja. Ich war zum Beispiel nie so. Aber sie ist halt so und das muss man dann auch aushalten als Eltern und muss auch seine ganzen Regeln durchsetzen und Konsequenzen und muss das Kind auch in dieser Wut begleiten irgendwo. Aber es ging mir so auf den Nerv, dass ich sie irgendwann mal angemeckert habe, dass sie jetzt einen Wutanfall hat, obwohl sie gar nichts dafür kann. Sie ist klein, sie kann das nicht begreifen. Und ich war einfach nur jedes Mal genervt davon. Ich war einfach genervt. Ich war genervt von all dem hier drumherum. Und ja, ich muss selbst noch lernen, gut auf mich aufzupassen, auch mal nach Hilfe zu fragen. Und ich war froh, dass meine Kommilitonin gesagt hat, komm, wir verschieben das, ich schaffe das nicht. Dass ich gesagt habe, okay, wir machen das. Und sie hat dann die Dozentin darum gebeten, dass wir einen Aufschub bekommen. Ja. Ich war dann froh darum, dass, ich sag mal, dass ich das an jemand anderen auch abgegeben habe. Denn man kann auch es abgeben, dass jemand anderes nach Hilfe fragt. Ja. Und so habe ich jetzt diesen Aufschub bis Ende des Monats und kann mich jetzt ganz in Ruhe an diese Hausarbeit widmen, die auch nicht so durchziehen, dass ich da gerade mal mit einer 4 bestehe, sondern vielleicht, dass eine gute Note dabei rauskommt. Und ja, ich hatte meinen Arzttermin am Mittwoch. Heute ist ja Freitag und war da erstmal ganz in Ruhe, musste da auch total lange warten, war danach in der Stadt und habe für Motti erstmal neue Kleidung gekauft, denn sie ist aus der alten rausgewachsen. Das heißt, ich habe da nicht nur Online-Shopping gemacht, wie ich es oft so mache, sondern ich bin wirklich mal bummeln gegangen, habe mir Kleidung angeschaut für sie, habe ihr Kleidung gekauft und habe einen Kaffee getrunken. Für mich auch ganz wichtig, sich so mal ins Café zu setzen, ganz in Ruhe Kaffee zu trinken und auf Instagram zu gehen und die Leute, die ich abonniert habe, auch mal in Ruhe durchlesen zu können. Das habe ich die letzten Monate nicht machen können. Und was ich auch in meiner Therapie gelernt habe, ist, dass wenn ihr merkt, dass ihr depressiv werdet, euch kleine Inseln schafft für euch. Das heißt eben auch mal alles sein lassen und mal Kaffee trinken oder mit einer Freundin Kaffee trinken
Und dann kann vielleicht mal der Partner die Kinder übernehmen oder wenn ihr alleinerziehend seid, vielleicht Oma oder irgendjemand anders oder dann bringt ihr sie vielleicht mal früher in die Kita oder holt sie mal eine Stunde später ab und redet mit den Erziehern, wenn ihr das so macht, dass ihr eigentlich einen Platz habt für länger wie wir. Ja. Oder mal abends einfach in die Badewanne zu gehen oder mal wieder ein Buch zu lesen. Das können ganz kleine Dinge sein, die gar nicht viel kosten. Oder sich mal ein tolles Duschgel zu kaufen, was irgendwie besonders ist, was ihr euch so eigentlich nicht kaufen würdet, wo ihr den Geruch toll findet. Oder irgendwas für sich zu tun, ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und es früh zu merken. Eigentlich früher als ich, denn ich dachte, ja, ich will dieses Semester heute durchziehen, quasi dieses Semester durchziehen mit all den Prüfungen, die dazugehören, weil ich im Moment den Druck habe, fertig zu werden. Aber eigentlich sind das nur Prüfungen. Die könnte man auch schieben auf nächstes Semester. Es ist wichtiger, dass man gesund ist und es ist wichtiger, dass ich nicht genervt bin von meinem Alltag und für meine Tochter da bin. Und genauso Zeit mit meinem Mann verbringe, dann das ist auch auf der Strecke geblieben. Wir haben teilweise hier Gespräche geführt, als unsere Tochter irgendwie für sich gespielt hat und haben so organisatorische Gespräche geführt, die wir eigentlich abends führen, weil überhaupt keine Zeit mehr da war, diese Gespräche zu führen. Also organisatorisch so meine ich mit, ja, wir müssen noch Geschenk für XY besorgen, was wollen wir da besorgen? Und eigentlich muss man solche Gespräche nicht führen, während das Kind zu Hause ist und spielt, sondern man sollte sich eigentlich dann auf das Kind konzentrieren, auch wenn unsere Kleine, die spielt gerne auch für sich und die möchte dann auch nicht, dass man eingreift. Wir warten dann eher, dass sie mal fragt, dass wir eingreifen sollen oder, also wisst ihr, was ich meine? Also so, es ist irgendwie alles auf der Strecke geblieben. Und ich bin zum Beispiel mega, mega froh, dass wir eine Haushaltshilfe haben. Die haben wir ja, weil mein Mann einen Pflegegrad hat und das hatte ich früher nicht. Das habe ich jetzt erst seit letzten Sommer, quasi fast ja 9 Monate lang ungefähr, glaube ich, haben wir die. Ja. Und früher, bevor ich ein Kind hatte, hatte ich das nicht und habe den Haushalt hier allein geschmissen, plus mein Mann hier gehabt, der gar nicht viel im Haushalt tun kann. Und er stand uns damals schon zu und ich hätte mir damals schon diese Hilfe suchen sollen. Habe ich aber nicht gemacht und habe hier dann alles be alleine bewältigt. Aber jetzt mit der Kleinen habe ich gemerkt, dass ich das nicht alleine bewältigen kann. Pflege plus Kind plus Studium plus, ja, alles irgendwie. Und bin dann froh, dass ich nach dieser Krankheitsserie, die wir natürlich dann die Haushaltshilfe aussetzen mussten, dass dann meine Haushaltshilfe kam und ich hier ein paar Aufgaben abgeben konnte vom Haushalt. Natürlich, wenn sie 2 Stunden die Woche kommt, das ist hier nichts an Haushalt, was hier sonst erledigt werden muss. Aber diese 2 Stunden gehe ich meist mit Motti irgendwie raus spazieren oder wir machen noch mal einen Einkauf zusammen. Die verbringe ich dann nicht mit Haushalt, was ja auch gut ist und da kann mir jemand unter die Arme greifen und ihr gebe ich natürlich Dinge, die ich nicht so gerne mag, was ja auch Sinn der Sache ist, ne? Genau. Ich hoffe, ihr konntet mir bei dem ganzen Durcheinander irgendwie folgen. Und ja, ich habe mir halt nichts aufgeschrieben. Das war mal wieder so ein Video von mir ganz frei erzählt. Und ja, mich würde es interessieren, wie es bei euch ist. Also was macht ihr, um euch so ein bisschen runterzubringen von eurem ganzen Alltagsstress, von euren ganzen Aufgaben, die ihr jetzt zu bewältigen habt? Geht ihr da mal mit einer Freundin Kaffee trinken oder lest ihr ein gutes Buch? Also was sind eure Auszeiten, die ihr für euch schafft? Ja, schreibt es mir hier gern unter die Kommentare. Mich würde das wahnsinnig, wahnsinnig interessieren. Und ich habe noch eine Bitte an euch. Ich habe ein Video geplant für alle, die sich für den Kinderwunsch interessieren. Weil angemerkt wurde, dass ich ja hierzu keine Videos mehr bringe und sich das viele noch wünschen. Ich habe ein kleines Vorhaben an meinen Mann. Ich möchte ihn in einem Video interviewen. Und zwar zu dem Thema, wie sehen Männer
den Kinderwunsch. Und zwar ist mir die Idee gekommen, weil mir viele berichten, ja, mein Mann möchte das und das nicht und in der Kinderwunschklinik, mein Mann fühlt sich damit unwohl. Oder ich lese dann oft von euch, die mir schreiben, ja, Spermiogramm, mein Mann scheut sich davor oder so. Ich will hier gar nicht Männerbashing machen, Quatsch, Quatsch. Vielleicht einfach auch ein interessantes Video, wie sehen Männer den Kinderwunsch? Weil ich glaube, die meisten Kinderwunschleute hier auf YouTube sind Frauen. Also ich kenne hier keine Männer. Beziehungsweise kannte ich ein Pärchen, die machen das jetzt aber nicht mehr auf YouTube. Und meistens erzählen wir Frauen, wir tauschen uns darüber aus, wir Frauen sind Schnattertanten, ja, wir quatschen ganz viel, aber die Männer irgendwie gar nicht. Und ich möchte gerne, dass ihr Fragen stellt für den Kinderwunsch. Also was würde euch interessieren, welche Fragen habt ihr quasi an meinen Mann, wie er das Ganze empfunden habt. Ihr habt mich ja hier, beziehungsweise die meisten von euch haben mich hier 3 Jahre begleitet. Dieser Kanal ist schon ganze 4 Jahre alt, aber es waren eigentlich so 3 Jahre Kinderwunschzeit, 2 Jahre davon habe ich ungefähr hier immer mitgefilmt. Ja, mich würde es echt interessieren, was ihr für Fragen habt oder auch Anregungen, worüber sollten wir dann in diesem Video sprechen. Genau, ich würde gern alle Fragen sammeln. Ihr könnt mir natürlich auch privat schreiben, ihr könnt mir auch privat bei Facebook und Instagram schreiben, wenn ihr die Anregungen und Fragen nicht direkt hier unter die Kommentare setzen wollt. Das ist mir ganz gleich. Hauptsache, ich bekomme so ein paar Fragen, die ich ihm stellen kann, weil ich möchte natürlich nicht nur meine Fragen, die ich denke, die interessant sein könnten, anbringen, sondern auch eure Wünsche und eure Anregungen anbringen, weil das soll jetzt ein Video sein, das euch vielleicht hilft, was ihr vielleicht mit euren Männern zusammenschauen könnt, wo sich vielleicht eure Männer drin wiederfinden oder was vielleicht uns Frauen auch so ein bisschen weiterhilft, die Männer zu verstehen. Denn zum Kinderwunsch gehören ja immer 2 und nicht nur immer eine Person. Ich habe ja hier immer nur eine Person dargestellt, nämlich mich. Und eigentlich gehörte mein Mann ja auch dazu, der musste ja auch sein Werk dazu volltun. Genau, das wäre so meine Bitte an euch. Und ja. Das ist eigentlich das, was ich gesagt haben wollte. So. Und ja, gerne auch andere Anregungen für Videos, was ihr euch wünscht, was ihr noch irgendwie für euch braucht. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!